mit dieser friedlichen und flotter Musik sind wir hier bei einem weiteren Let's Play. Und auch immer dasselbe da Aufnahme. Ich schon, aber nur weil die Cam ausgemacht hat, aber ich wollte so ein. Freut immer. Also, ich schätze an der Stimme von meinen Menschen. Ne? Ja, die Monster freut immer, der geht mit mir gemacht. Wir gucken mal, wie du den dicksten Ruhe am Rappet. Nein, Maya, Binnenfalls und ich. Ich habe gerade die erste Folge abgeholt und ich mache weiter mit der nächsten. Aber ich schaue mal die Kamera wasch los. Allein aus dem Grund, weil ich will mal gucken, wie die Only Kamera dann fährt. Da könnt ihr mal so, ob ich so mit der Kamera weitermachen oder nicht. Weil kommen sicher noch ein paar erschreckende Momente am Spiel, wo ich auch wieder feiere. Ob ich da recht kämen soll, machen, mehr kann ich schon nicht viel rausgesehen. Aber auf jeden Fall guckt man so auf, was man auch so zu erledigen hat. Die Musik ist aus Space, gell? Ganz ehrlich. Bitte, was meine ich? Aufgaben. So, wieder im Sattel. Ich wäre froh, wenn ich dort kein einfach wasch klicken. Das nervt mich, dass ich die ganze Zeit die DLC-Mission durchstunde. Nicht wasch klicken, mir einfach Zeit machen, dass ich mit von dem Ido angewiesen kriege. So, ich ging so mit Gilo Trudy, wo bin ich schon Prospector Saloon? Ah, ne, ich wollte zu laufen. Wir haben uns noch eine andere Waffe. Ich wollte jetzt nur den coolen Witz da haben, der ultra witzig war. Warte mal dann, ein Kleinkalibergewehr. Da möchte ich ein Shirt von. Hick, pardon, das Feuerzeug. Pistol. Oh, mal, ich gehe so mal verfitterte 10mm Pistol. Das ist auch ein Teil vom DLC dann. Aber wir schießen die mal an. Ich weiß nicht, von der Leverhut fand ich so. Mein Charakter rundherum laufen oder ist das so? Aber ich gehe so, weil der Roleplaying-Gamer, ich probiere mal ein bisschen so zu spielen. Ich hätte sowieso Würstchen dazwischen. Du siehst aber, wenn du mich, wenn ich auf dem Gesicht am Mann oder so. So, der Easy P, zerrütte die, alter Sack, wie geht der? Komm mal ran, du Trudy Meiersohn. Howdy. The fuck, du warst doch gerade schon unter dir, Mr. Gag. Jetzt ist Schluss mit freundlich. Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt nieder. Verstanden? Das werden wir uns merken. Wenn Sie also nicht kaufen wollen, sollten Sie gehen. Oh, was Sie haben los? Ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Moin gleichfalls. So, was haben wir noch für Auswahl? Angebot gucken, schwatzen. Ich gehe mal so und ich habe ihren Schnee, die Tippchen da. Ich habe. Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten. Braucht ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat. So gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Er hat nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Sorry. Tausendmal sorry, dass ich noch so Sätze gelassen habe. Ich habe gerade gehofft, natürlich ist okay, Mensch, gewusst, dass ich auch schon aber es tut mir leid, da kann ich direkt nicht mehr kommen. So, Maya, was machen wir denn? Ein paar der anderen, Sunny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Ja, ich glaube kaum, dass er so lebt, hey. Eigentlich nur strafgefangen. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Da sind schon gespannt. Wo ist denn der Ringo? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf den Hügel verschanzt. Sie werden dafür wie drehen, Wasteland, da bringen dafür um. Sie meinen ihn ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Na, dann schaffst du mir wieder was anderes. So, was tun wir? Ach, bitte, so viele Gespräche hier. Was passiert, wenn ich Ringo helfe? Wenn Sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten Sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde Ihnen auch Rabatt geben.
Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Du hast keine Angst für drin. Helfe ich Ringo, bin ich also gut zu bringen. Was ist denn okay? Keine Ahnung, warum sie sowas tun sollten. Klar, denen würde das gefallen. Aber die Leute hier würden das überhaupt nicht toll finden. Ja, natürlich ist ein Reisfund. Ja, was die Leute nicht so ungrafen? Außer, dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Natürlich hat einer der Großkane versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Mama, wo sie hin wollten? Sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Für das doch. Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Ich meine, die Wuschauten voll hat New Vegas durchgezockt haben. Ich weiß ganz genau, was da lauert. Aber denen, die nicht wissen, die spoilern nicht. Da gibt noch ein flott Kapitel aus dem Let's Play. Ey. Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen. Ah, ja. Da war ich auch schon weh oft. Hat das Radio nicht Funkgerät? Kennen Sie den Roboter? Ich gehe so mit Marmor auf Wiedersehen. So. Lauf mir ihm noch sehr an, aber ich will hier ein. Was wolltest du? Was hatten Sie über Ringo gesagt? Er ist eine Art Händler, der lieber schoss, statt die Gebühr für den Aufenthalt auf unserem Territorium zu bezahlen. Er versteckt sich in der Stadt. Es würde diesen Idioten recht geschehen, wenn wir nach der Abrechnung mit Ringo diesen Ort in Schutt und Asche legen würden. Ich könnte ihn. Nee. Boah, ich bin mit dem Arsch schwarz, meine Mei. Du wirst nach Besuchern, hoi. Oh, Good Springs, der kleine Roger Staat. So, mir geht mal los, le Fall, was du Urwen hin. Pack mal das Coltai aus. Ah, sie ist so froh, dass das Spiel nicht mehr ruckelt, gell? Ich kenn's halt noch gewissen hohe CPU-Auslastung. Ich bin mal gespannt, ob das schläft dann auch noch. Wir werden noch gestern so Folge von, wie gesagt, wie immer, von 20 bis maximal 30 Minuten, Mann. Ein Sunset Ceres Perilla, Peter, den wir den immer erfunden hat. Muss ich auch mal, gell? Darüber werde ich nicht kommen. Keinen Schritt näher. Wow. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Chill out, Dude! Es ist gefallen. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Nee, und ich finde seit den 3-4 Jahren, wo ich Spiel gespielt habe, nochmal nicht verstanden. Mehr von du hier. Mach ich mir nicht viel Gedanken dran, so. Wussten Sie, dass ein. Ja? Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von einem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Hast du verstanden? Was willst du gegen Pulverbande in der Höhle? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance. Vielleicht kommt schon dafür. Zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären. Ich gebe schon mal einen Freund. Fangen Sie mit Sunny Smiles an. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten. Ja, hat den Joshua gemerkt. Ganz freundlicher Mensch. Und ich gucke einfach in die Kamera ab, weil sie dünn ist. Das ist ganz schlau. Heute kommt man dann nicht ran, oder? Nope. Ich werde just. Fand ich mich froh, dass um den Mod geht für nach weiter Musik, so Oldies, so 50s Musik, das ist direkt Bass. Hauptsache Musik, da passt der gut an die Geister, so Western Style.
Nee, halt mal die Larven tot. Das kostet schon Energie. So, hör mal, ist geil Motorräder stehen, ey. Hells Angels waren hier in der W. Und das ist ein Easy Pete, yo, alles Easy Pete. Und hier soll ich schwätzen. Hallo, bleiben Sie noch länger in Good Springs? Hat schon 104. Ich werde Ringo gegen die Pulverbande unterstützen. Sagen Sie nichts weiter, ich bin dabei. Das war ja böse. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben. Aber ich kenne... Allerdings okay. Sind Sie, Pardon. Ich und Ringo Pardon. Nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn okay. Sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat. Und Chet hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die wir okay. leihen könnten. Okay. Reden Sie mit ihnen. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpaks springen ließe. Okay. Dann das können wir eben von den anderen noch machen. Auf Wiedersehen. So, da fahren wir also echt hart rein. Sie wollen das mit Joe Cobbs Bande aufnehmen. Jo. Sehr riskant. So, zeigen Sie mir eine Sprache 25 zum Glück und der schminkt Spruch geskillt. Ich wusste doch. Ich hatte vor, das auszusitzen. Aber irgendwie muss man sie einfach. Ach, Schwesen, merci. Ich werde mal mit ein paar anderen Leuten reden und schauen, ob ich vielleicht noch Mitglieder für diese Miliz gewinnen kann, die sie zusammenstellen. Es hat zwar jeder eine Schusswaffe, aber ein wenig mehr Ausrüstung wäre nicht ja. schlecht. Im Gemischtwarenladen finden wir wohl, was wir brauchen. Mal, dann gehen wir wohl auch du in der Früh. So, ich meine, bei Easy Pete brauchen wir ganz zu gut, weil du brauchst mal Erfahrung mit Dynamit. Ah, fahren wir einfach mal. Ja, Dynamit, ja, kannst du uns sagen, was schläft. Wenn ich das einem von euch gebe, sprengt ihr euch alle in die Luft. Das Zeug bleibt besser, wo es ist. Sicher ist sicher. Genau, du hast mich schon gedacht. Da lassen wir Unsinn. Yep. Easy Pete, take it easy. Lässt yep. hören gut. Ich meine, wir können uns auch gut mit Waffen verteidigen. So, dann. Vom. Was? Ah, das ist aber ein Easy Pete, okay. Dann gehen wir rein an den Good Springs General Store. Ach, wir mal los. Wie viele Minuten sind wir auch zu Hause? Ich glaube, Mann. Ach, Sie sind's. Yo. Doc Mitchell hat Sie wieder zusammengefügt, richtig? Ah, wir kennen das ja nicht. Hätte nicht gedacht, dass Sie sein Haus je wieder verlassen. Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen. Auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Da ist jeder Kronkorken gut angelegt, wenn Sie mich fragen. Ja, wenn Sie etwas knapp bei Kasse sind, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Nichts Großartiges, aber für den Preis ganz in Ordnung. Ich brauche Vorräte, um gegen die Pulverbanditen zu kämpfen. Moment mal, ich war nie dafür, es mit den Pulverbanditen aufzunehmen. Sie sprechen hier von einer Investition in Höhe von 1000 Kronkorken. Falsche. Gott sei Dank war er doch gut. Er hat sie wirklich von den wichtigsten Sachen am Spiel aufgesehen. Okay, das ist alles wichtig. Auch Wissenschaft an Lockpicks. Also man kann ziemlich viel schief machen. Und wie man es persönlich fand, ist es besser. Es geht mit den Leuten eins und kann ihnen sich viel Dealer mit den Leuten verschaffen, wie halt mehr Sachen zu fahren. Weil finde ich wirklich mehr wie genug an dem Spiel. Na gut, Sie haben mich überzeugt. Yeah. Ich kann einige Leute mit Lederrüstung und extra Munition ausstatten. Rüstung. Ich hoffe sehr, dass sich das lohnt. Und ich werde währenddessen den Laden ja, bewachen. Das mein Problem. Geschäft muss für mich Priorität haben, wie Sie sicher verstehen. Wir verstehen. Auf Wiedersehen. Immer mit. Ich weiß sowieso, man hat viel Geld. Von du hier, Solo, hör mal Lederrüstung, hey? Kleidung. Leichte Lederrüstung, leichte Metallrüstung. Du hast die Lederrüstung von mir sicher, ne? Yes. Ah, du sind schon mehr als ein Desperado. Was gibt den Black? So, und dann gehen wir noch bei den Doc Mitchell. Ein Briefpotter von den Unterhalten zur Sache. Du und ich komme hier dort. Selbst ist der Mann. Ah, oh, die tun sie gut. Die Zeitung, die keinen Hand zurückgebrauchen. Zum Beispiel waren ich mein Lieblingsfollower, da muss ich gehen. Doc Mitchell, ich will ein paar Sachen mitklauen. Hallo. Was hier? Hey, Kollege. Willkommen zurück. Hatte nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet. Was kann ich für Sie tun? Nee.
Hido. Überall, wo ich hinkomme, scheint es das Gleiche zu sein. Die Leute können einander einfach nicht in Ruhe lassen. Ne. Mit meinem kaputten Bein bin ich im Kampf nicht besonders nützlich. Und meine Vorräte sind mager. Aber ich gebe ihnen, was ich entbehren kann. Mal doch schmeißen, mal drei Stimpacken, okay. Auf Wiedersehen. Bin vorsichtig jetzt. Hinsel Sonder, wie wollt Anzug hat hier uns zugegehört? Volt 21, dann müsst ihr auch bald an dem Spiel drin sein, ne? Von der Stadt voll ans Ehren. Schaf. Ich werde schon weiter spielen. Der Monsieur the Ripper fragt mich, ob ich mit dem will spielen. Mir ist ja von einem Gang abzuhören von da hier. Geht das leider nicht. So, ich meine, wir können nur. Mit dem Ring muss man noch schwarzen Kronen, viel auszuleben. Und hier ist auch sein Küche, da können wir auch meine Schein-Olieferungen machen, das sind wir aber nicht sicher. Das ist ein Briefküche. Die ist aber eitel. Poseidon Energy. Das wäre auch noch mehr wie ein kann im Spiel erfahren. Gas. So, Good Springs. Und ich war es euch. Oh Gott sei Dank, ich denke vielleicht Wasser. Ich hab mich aber den allen Dusch gepackt. So, wo bist du denn? Ringo. Rango. Also, wie sieht's aus? Wird's sein? Jupp, Sonny ist dabei. Gut, dann können wir wohl los. Außer Ihnen fällt noch was ein, das Sie machen können. Also, echte Kampf fängt an. Pappen wir es an. Gut, ich bin bereit. Hoffe ich zumindest. Wird Zeit loszulegen. Die Pulverbanditen sind zum Spielen vorbeigekommen. Oh, lo geht es los. Wo sind Julie und die anderen? Die verschanzen sich draußen. Okay. Mindestens 6 mit Joe Cobb. Sehen ziemlich hart aus. Okay. Mal ging es so ich alles? Lege mich beim Laden auf die Lauer. Hoffentlich schafft es die Bande gar nicht so weit. Oh, schwer, ne? Das gesehen wir. Ich habe eine 10mm Pistole hier. 12 andere Schuss. Den 50 Schuss, das Pistole. Gut. So, da kommen sie schon von mir an im Radar gesehen. So, logisch ist immer, ob das Spiel ruckelt oder nicht, weil die Letschke bei mir mega geruckelt gerade. Ich schmecke nicht. Ich hoffe zumindest nicht. Ich muss mir nur kommen lassen. So, du bist nur eh. Okay. Aua. Was haben Sie getan? Hallo? Okay, Sonny ist mal. Okay, ich fände schon ganz gut hin. Ich stehe jetzt schon voll an Damenteuer. Du hast Cheyenne. Cheyenne hilft mir gern. Pulverbody kriegt immer einen Headshot gesagt. Und. Du auch, wenn ich in den Schruck komme. Boom. Okay, und. Oh, der Tier löscht. Ganz Kopf geht drauf. Okay, nimm schon einen Eingang getroffen, den du. So, Alter! Wo ist Lammel? Du bringst nicht einen Hund. Oh, ein Hund ist tot. Ja, dann hast du noch mal den Ruf in den Tisch, aber der enger Gruppe Hölle, weil sind wir bei der anderen Gruppe Männer beleibt. Das ist mir relativ egal, weil Pulverbanditen Arschlöcher sind. So. Beliebt. Yeah, das ist schon besser. Okay. Schon ein bisschen unprofessionell umgegangen, mir wie gesagt. Oh, Stufenaufstieg. Dafür schulde ich Ihnen eine Menge. Hier, das gehört eigentlich der kaminroten Karawane. Aber das werde ich denen schon erklären. Haben Sie nicht vorhin gesagt, okay, ja. Ein wenig bleibe ich noch, aber in ein paar Tagen bin ich weg. Wenn Sie je nach New Vegas kommen, finden Sie mich im Lager der kaminroten Karawane. Das kann ich machen. So. Was leveln wir da noch rup? Also ich kann ja nicht direkt mit der Schusswaffe rupkommen. Wir können aber auch Wissenschaft ein bisschen skillen. 22. Ich gehe so hin. Wir skillen Schusswaffe bis auf 30. Und den Rest machen wir auf Wissenschaft. Dann haben wir auch 30. So, weiter. Und heute kann man nur Dinge ausfehlen. Schnelleres Nachladen, Langzeitgedächtnis.
Lady Killer. Eingefleischter Junggeselle. Okay, bist du gay? Heller Kopf. Mit jedem Rang des Extras heller Kopf erhalten Sie 10% zusätzliche Erfahrungspunkte. Okay, intensives Training. Schmengemühlen. Arschwiesennatz. Eingefleischter Junggeselle. Heller Kopf. Lady Killer. Ich meine, wenn ich das in Hölle, da kommen ziemlich gay Sachen als dabei raus. Ich habe gerade ein Video gesehen. Wenn ich ging so, wir holen da mal Lady Killer. Da kann man dafür alles so flattern. Fertig. So. Wir sammeln Ludern, Looten und Leveln. Einfaches Pulver, das kann ich alles machen. Alles. Da kann man mit allem Geld machen. Zack. Mit dem Hund ausgestorben, das von der Stufe. Joe Cop, da kauft man alles. Du auch Zing, da, Desperado Cowboy Hut, das passt bei uns. Egal, wir gehen mal alles aussammeln, da kleben wir uns ja noch an. Zack. Hör mal, vom Schein oder bist du dort mit, Matt, das ist nicht schlimm. Geh da mit. So, hör mal alles. Jo, schwenkt das Fahrrad. So, da kleben wir uns einmal neu an. Einfaches Pulverband, die kann man nur flicken. Weil was sie mir ganz sind, weil der mehr Geld dafür kriegt. So, wo ist mein Cowboy-Hut? Vorkriegs-Baseball mit Desperado-Cowboy-Hut, yeah! Also, hallo, Mr. Wie weiß ich, aus dem Spiel rausgegangen? Hallo? What? Ah, natürlich hat Lou kurz hoch. Das ist so mega kacke. Alter. Ich hab gesagt, ich bin besser als du als Desperado, ey. Lux nur wie normale Cowboy erst mit kurz hoch. Naja, naja. So, verklappt man noch. Hallo? Du kannst schon auf der Bicke, ne? Was für ein Kampf. Jo, Lou, zeig schon mal dein Angebot. Wir verkaufen die 22er, du, die kann ich verkaufen, weil pff, da kannst du sowieso nicht aufhängen. 10, du, 80 Tasche, Baseballschere verkaufen nicht. 30 Water, keine Hall für einen Notfall. Dogmeat, Fash. Der Toten, das verkaufen wir für. Ah, Heilo nicht, mit zum Beispiel der No, bei anderen fährt es mehr ganz, weil er mehr Geld dafür kriegt. Energiezelle, Gecko, Meat. Verkauf mal, halle mal, Volt 13. Ich schau mal die anderen Kleidung mal. Hackeball weg, Hülsen, die kann man halten, die sind so kein Gewicht. Kleinkalibergewehr, Kleinkalibergewehr, die kann man reparieren, das ist auch schon mal nicht schlecht. Leichte Lederrüstung. SW. Leichte Lederrüstung hat mehr Wert wie die normale Lederrüstung. Was ist das für Bullshit? Die tun da meisten. Messer. Verkaufen wir. Nee! Ich will schon verkaufen. Shit! Ich will nicht verkaufen. Nee, ich will zum Messer. Gut. Pipe Rifle. Verkaufen wir auch, wenn ich nie benutzt. Pulverbanditen. Wachenoutfit. Ninger 50. Da kriegen wir schon ein bisschen Geld dafür. Purified Water, Reparatursatz, ruhige Hand, selbst ist der Mann, Stammes Übervollrüstung, Stealth Boy, den braucht man, braucht man sogar mehr, meine ich. Sunset, Sarasparilla, Söldner, bla bla. Vorkriegs-Baseball Mütze, Weite Machete, Halemer, so, man hat man nur mal eine Person halt zusätzlich verdient. Nee, ich will. Du, ein Vergnügen, verlassen. Mit Ihnen Geschäfte zu machen. Okay, auf Wiedersehen. Halt die Schnauze. So, an wen Abenteuer startet man an nächster Folge? Bla bla bla, dann muss man doch mit der Hauptquest weiterführen. Du gehst immer dann. Feiert ihr also Prim? Wahrscheinlich. Ah, oh, merkt uns viel für. Ah, egal. Oh, Prim? Und da ging es so und dann setzen wir eine kleine Pause und dann sehen wir uns schon bei einem weiteren Let's Play Fallout New Vegas. Merci, nur gucken. Ciao.